Kamera läuft schon die ganze Zeit, oder was? Klar. Was wäre, wenn ich jetzt 10 Minuten zu spät gekommen wäre? Genau so. Könntest du mir gegen mich Sparring machen? Genau so. Der kleine Reisinger. Ah, der will gegen dich Sparring machen, ja? Ja, dann kommt so ein Chip, der kann das machen. Ich hab dir gesagt, ich hab gesagt, du musst die Tage mal zu Michael trainieren gehen und so. Sag dir so, ja, können wir machen. Ja, mach doch. Der Boxer. Guck mal, der macht das ganz easy. Guck jetzt gleich. Guck gleich. Ich übertreibe nur ein bisschen für die Kamera. Das ist easy, Alter. Fett. 15 Kilo zugelegt wieder, ne? Ey, du bist ja explosionsartig passiert. Ich bin gerade am Abspecken, wirklich. Ich muss da noch aufsetzen. 2 Wochen Cheat Day, oder? Ja, die letzten 12. Und du hast es jetzt einfach so mit dem Auge erkannt, wie viel der zu viel hat? Klar. Vor 2 Wochen hat er noch top ausgesehen. Der ist hier, was weiß ich. Ja, wie oft mache ich diese 4 Bahn? Ja, noch, also jetzt noch 2. Er hat sich immer jetzt mal richtig gehalten die ganze Zeit und jetzt keine Ahnung, was in den letzten 2 Wochen passiert ist. Jetzt Weihnachten vielleicht zu viel bei Mama und Oma, ich habe keine Ahnung. Aber muss er büßen dafür. Ich gucke mit hier, ich gucke hier mit Ernährung wieder. Ja, mach ich halt. Okay. Ja, aber hier, das kostet auch. Ich habe gerade vorhin jemandem erzählt, du bringst immer das Gewicht. Ich muss schon immer sagen, was soll ich mal sagen, aber das kostet unheimlich Energie, das Abkommen. Ja, ich weiß. Ja. Das will ich ja gar nicht so machen. Ich will jetzt denken, mein Plan ist es, für Teneriffa abzunehmen, dass ich dort, wir trainieren ja dort, aber dass ich dort normal essen kann. Normal essen. Nee, ich meine, geh mal in die Regel rein und was ist normal essen? Ja, ja, so halt. Fisch und so. Fisch und Sack, Steak. Fisch und so. Fisch, Reis, Fisch. Gemüse. Ja, ja. Ich kann es immer essen. Da haben wir jetzt den Schalter. Ja. Also wir sind gerade auf dem Weg nach Karlsruhe. Da muss ich zu einem Doc, weil ich ja kleine Handprobleme habe. Dann treffen wir uns mit Micha in Ludwigshafen und mit dem gehen wir dann auch in den Supplement-Shop. Da hole ich mir meine Supplements ab, die ich brauche. Dann fahren wir nach Frankfurt und da habe ich halt mein Boxtraining. Weg dahin? Ja, ich bin unterwegs. Ich bin in 10 Minuten da. Also bei mir ist mein Navi noch 15 Minuten. Also soll ich warten auf dich? Ja, ja, klar, warte auf mich. Ja, okay, gut. Für Rudi, du lässt doch Verlängerung machen? 30 cm länger. Und die nehmen wir bei ihm weg. Schon gelacht, dein Mike, oder? Der Lauter Hammer, deutscher Meister, großer Glück, muss ich da merken.
Chan, du, ich bin der erste Arsch, den du spritzen darfst, das weißt du. Ja, ja, ich bin immer der erste Arsch. Also die ganzen Mädels dürfen zuerst meinen Arsch spritzen, weil ich schmerzunempfindlich bin. Okay. Also alle da draußen haben meinen Arsch zuerst gespritzt. Okay. Das ist kein Spaß, ehrlich? Ja, ja. Ja, ich hebe Arsch nach. Oh, die stimmt's nicht. Ah, du, der Bäcker Basi, der ist ja bewusstlos umgefallen, Alter. Aber noch ein paar Meter neunter, ja. Spritze im Arsch fällt um, habe ich auch noch gefangen. Der Benjamin. Also wir sind die verrückten Boxer. Ja, hast du schon mitbekommen. Ja? Ja, also halt zuerst, das ist die Chart. Darf demnächst meinen Arsch spritzen. Ja. Freue ich mich. Freue ich mich schon, genau, auf den Arsch. So sieht's aus. Da unten drin. Bisschen. Das ist eine Sehne hier. Hier ist mal Richtung Handgelenk. Handwurzel, du merkst, gell? Hat man das geräumt worden zuletzt? Das ist noch gar nicht so lange her. Vor einem Monat. Das ist auch da drauf. Wie geht es nach Teneriffa oder wo geht der? Ja, Teneriffa. Das Trainingslager. Ja. Lass schon nochmal spritzen rüber, ne? Ja. Das ist ein bisschen. Wenn jetzt nichts physisch ja, wirklich kaputt ist. Mhm. Ja, dann ist ja gut. Probieren wir die Handschuhe, weil ich mit der Hand nicht mehr frisch. Ja, die Schulter beim Training. Wirklich. Und wir sehen, ey, die sind echt top. Boah, sind die hart. Okay, okay. Danke nochmal, gell? Ciao. Ach, immer für alle da, aber nur kurz wieder. Also, wir sehen uns. Freund, Dankeschön, gell? Ja. Mach gut, wir sehen uns, gell? Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Du auch. Ciao, mach's gut. Ciao. Ciao. Jawohl. Ich war jetzt bei dem Arzt dort, bei dem Mannschaftsarzt von KSC. Ist Entzündung. Der hat aber auch genau die Stelle gefunden, die man behandeln muss. Also, wir haben ja auf die Bilder gesehen, dann hat er das abgetastet, dann hat er den Daumen reingedrückt und da hatte ich auch einen Schmerz und jetzt brauche ich einfach Spritzen da rein und dann sollte es gut sein. Machen wir ja noch Bilder mit. Dann gehen wir mal rein hier. BMW Sportnahrung. Schauen wir mal. Grüß dich. Alles gut bei dir? Mike, alles gut. Komm her. Grüß dich. Bist du halt allein oder was? Noch bin ich allein. Ja. Also pass auf, du warst ja schon mal bei uns, wir haben ja schon mal unterhalten. Genau. Was für dich in deinem speziellen Fall wichtig ist an Supplemente? Du siehst hier mit 80 Quadratmeter, da ist jede Menge. Es gibt natürlich Dinge, die praktisch Pflicht oder muss schon fast sind. Mhm. Und es gibt Dinge, die kann. Jetzt ist natürlich auf dein Anwendungsgebiet oder dein spezielles Trainingsgebiet, habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe das letzte Mal schon EAAs mitgenommen. Genau. Ja, ich habe hier vorne stehen. Ja, komm, wir gehen mal rum. Ich zeige dir mal, ich habe mal schon was. Also für mich das Allerwichtigste für dich sind EAAs. Da habe ich auch mal zwei hingestellt, Geschmacksrichtungen musst du aussuchen. EAAs sind die 8 essentielle Aminosäuren, die ganz wichtig sind. Mhm. Da drin enthalten sind 3 BCAAs, die den Muskelverlust, was ja bei dir auf jeden Fall ist, bei dem harten Training. Du kommst ja immer an die Grenze, dann kommt der Körper in einen katabolen Zustand und verschleißt dann auch Muskulatur. Das verhindern die BCAA, was drin sind. Und die anderen 5 Aminosäuren sind schon für Muskelsynthese. Geil. Komm schon. Nochmal danke dafür, gell? Ja, gerne, gerne. Ist nicht freut selbstverständlich, mich. Aber ja. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Richtig geil. Macht mir Spaß, ganz klar. Gut, hab ich alles. Ja. Soll ich einen kleinen Karton, so, wo das reingeht? Wäre nicht wär verkehrt. Wäre schlecht, ja. Also. Okay. Wäre nicht verkehrt. Oh, so geil. Ja, das auf jeden Fall. So, Mama. Gutes Training, ne? Ja. Lass dich nicht verrückt machen. Ja. Wir hören uns, gell? Alles Gute, gell? Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Komm, bleib weg, komm, am Auto.
Hast du ja gedacht, ha? Leben nicht. Es gibt einen extra, sag ich dir. Leben nicht. Penner sieht mein Kofferraum. Ist das komisch, ob die Karte schlecht kommt? Nee, ja. Müssen wir irgendwie noch machen, die Verteilung. Ja. Du, das ist mein Gaskäppel. Ja. Ja. Machen wir eine Nachbetreinung, oder? Mega, wie du willst. Ah, Programmheft. Das ist mein hübsches Gesicht. Hey, 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 hey. Warum so weit hin? Weil das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, okay. Ah, ich bin schlecht. Oha. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Genau deshalb. Dann ist ja Vorprogramm. Okay, ich zieh schon. Komm, gib Gas, ja. Das ist die Jobi, das ist Ex-Profi-Ringer sozusagen. Der zeigt dir Michael heute mal, wie man so richtig Clinche tut. Ganz wichtig im Boxen. Und wer könnte es besser als so ein Ex-Profi-Ringer? Sind wir Boxtrainer, ein bisschen überfordert damit meistens. Der ist ja nicht so cool, weil der Strafen ist. Ja. So, jetzt machen wir schon. Das heißt, oder? Ja. Danke, so. Ja. Felix Magath ist ja berühmt für Medizinbälle. Heute machen wir Felix Magath Boxtraining. Lieben alle Boxer. Insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. Go! Komm, jawohl, schön drücken, komm, komm. Noch eine Minute, komm, komm, setz mal, komm. Das ist für jeden easy, nur für mich ist es schwer. Für jeden ist das easy, nur für mich ist es schwer, das Hallo und so, was wir machen. Weil da muss ich ja irgendwas vorsagen, so, keine Ahnung, und das Ciao. So, über den Tag verteilt, ganz normal, ganz easy. Frag mich, ey, was macht ihr jetzt, bla bla, aber das Hallo und Ciao, warum hab ich damit Probleme? Du machst das dann nicht so, ey, das war's. Ja, aber hat der Tag heute für den Michael. Wenn er jetzt heimkommt, ich nehme an, dass er sich ablegt und wann hat der Tag für ihn. Genau. Und jetzt bis zum nächsten Mal, der hat ja alles für mich gemacht. Gell, adios. Cut. Gut, gut. Ich will jetzt. Ich hab's im Gym bei mir vergessen. Ab sofort kurz. Liegestütze, wie er macht, die Kinder. Komm! Noch 20 Sekunden. Auf geht's, komm! Komm, eins weiter, komm! 15, komm! Och, ist das anstrengend.